Oh, da wäre er wieder. Und ich brauche jetzt ganz, ganz, ganz viel Eisen, richtig? Ah, ne, hatte ich gerade gekauft. Nämlich die Schienen. Ich will gucken, ob es mit den Schienen so klappt, wie ich mir denke, dass es klappen könnte. So. Viele Schienen. Wir brauchen ganz, ganz viele Schienen. Also wenn wir es wirklich so machen, wie ich es geplant hatte. Also in jede Richtung Schienen und dann über mehrere Etagen, dann ist garantiert nicht genug Eisen auf der Karte. Aber wir probieren hier eh erstmal aus, wie das Ganze funktioniert. Ich denke, wenn das hier noch einigermaßen weiter so gut läuft und wir unten nicht irgendwas Schlimmes finden, weil mir wurde gesagt, unten ist noch mehr außer Lava, das will ich auf jeden Fall noch suchen. Ja, wenn wir das gefunden haben, dann könnten wir demnächst zu der Schneewelt gehen. Die Schneewelt soll gleich ein ganz anderes Feeling haben. Also andere Texturen, andere Monster und einen ganzen Zacken schwerer. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt. Aber erstmal hier weiter rumprobieren. Die Zwerge sind hungrig. Oh nee, das geht schon mal gar nicht. Fleisch und Eintopf. Nehmen wir da. Bier. Wir haben kein Fass. Fischeintopf. Wir haben nicht genug Fisch. Okay, dann halt die zwei Sachen erstmal nur. Wobei das mit der Nahrung und so weiter, es könnte ruhig ein bisschen mehr Druck da sein. Weil ich weiß, wenn ich bei Dwarf Fortress meinen Zwergen nicht genug Essen gebe, dann drehen die irgendwann durch, hauen sich gegenseitig nieder und das ganze Fort geht unter. Das heißt, man macht sich da schon rechtzeitig den Kopf darum, ob genug Essen da ist oder nicht. Und hier ist eigentlich ziemlich Wayne. Ich spiele vor mir hin und irgendwann meckern die, ich hab Hunger, ich hab Hunger. Und dann gebe ich denen was zu essen und dann war's das. Da könnten sie ruhig noch was Gemeines einbauen. Diese Tantrum-Spiralen oder sich prügende Zwerge oder Zwerge, die dann wirklich gar nicht mehr arbeiten. Irgendwas in der Richtung. Na gut. Also, meine Theorie zu den Schienen war diese. Da ich ja wie viele andere auf Minecraft gespielt habe, ich grab jetzt einfach hier runter. So. Hofft dann, dass die Schienen hier wie auch immer in der Luft bleiben. Dann baue ich da, da und da Schienen hin. Und hoffe, dass sie sich dann wie in Minecraft hier so schräg verbinden in so einem 45 Grad Winkel. Alternativ könnte die Schiene einfach wegbrechen. Und wir haben kein Schienensystem mehr. Okay, nur mal ganz kurz testweise. Oh, eine Steinbrücke, sehr schön. Nur mal testweise ganz. Ach, die sind automatisch runtergefallen. Okay. Also die Schienen wurden nicht abgebaut. Die Schienen sind einfach runtergefallen und sind jetzt da unten angebracht worden. Gut, es geht also nicht. Das heißt, wir müssen einen Vorschlag aus dem Chat aufgreifen. Und zwar den Fahrstuhl. Den hatte ich auch noch nicht gebaut. Also der Plan war, wir bauen hier einen Fahrstuhl hin. Und dann hier links und rechts Schienen. Der Fahrstuhl fährt irgendwo hier runter. Und dann sind hier wieder links und rechts Schienen. Was ganz praktisch ist, denn ich weiß auch nicht, wie der Fahrstuhl funktioniert und lernen ist toll. Also machen wir uns jetzt hier einen neuen Raum. Lagern in diesen Raum die ganzen Werksachen aus. Weil hier muss ich das Gleis nachher fahren. Genau. Und dann müssen wir uns nur für eine Höhe entscheiden, wo wir die nächsten Seiten Schienen hinlegen wollen. Da habe ich, wie gesagt, nur sehr begrenzt Eisen haben, denke ich mal, sollte schon so 10, 20 Felder sein. Aber gut, bauen wir erstmal den Fahrstuhl. Wo ist eine Stahltür? Du bist ein Aufzug. Metallrad, Metallrad. Eisen, Holz, Metallrad. Falsches Ding, ne? Ja, hier. Was? Aufzug? Aufzug. So, Metallrad muss erst gebaut werden. Öl haben wir noch, Seile haben wir noch, Gold haben wir, Bretter haben wir noch. Ja, okay. Dann hört mal auf, gleich Schienen zu bauen und baut ein Metallrad, bitte. Und das hier muss runter. Ja, keine Ahnung, wie das denn funktionieren soll. Weil die Leiter zeigt ja dann direkt auf den Fahrstuhl. Das ist das Problem mit der Mitte. Sie ist in der Mitte. Kann man nicht wirklich geschickt lösen. Also wir könnten jetzt hier und da einen Runtergang machen, statt in der Mitte. Oh, was mache ich sogar. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, okay, gucken wir mal.
Also wenn es mit dem Fahrstuhl hier in der Mitte nicht geht, machen wir hier einfach zu und machen dann unter den Sofas, also die Sofas weg und dann hier links und rechts einen Runtergang. Das heißt, die Zwerge haben hier ihren Wohnbereich. Und wenn sie in die Mini gehen, gehen sie halt links oder rechts runter, gehen hier in den Bahnhof quasi, können dann wieder links und rechts weiter reiten mit dem Wagen oder sie gehen in die Mitte zum Fahrstuhl, der sie dann tiefer runterbringt. Weißt du was, das mache ich jetzt schon. Stopp, du. Entferne Ledersessel, entferne Ledersessel. Weil so haben wir einen abgeschiedenen Bereich. Und momentan wäre es so, dass die Schmieden unten, der Bahnhof und die Schlafsäle so in einem Rutsch einen Zugang haben, was ja nicht so schön ist. Also muss das denn hier weg? Vorne Steinwall weg. Da kommen dann Leitern runter. Haben wir irgendwelche schöneren Leiter als so eine komische Holzleiter? Nein, haben wir nicht. Und ich will keinen Scaffolding benutzen. So. Leitern. Bam. Da. So, Leiter, Leiter. Problem. Nein! Na gut, die Schmieden sollten hier nach unten ausgelagert werden. Du Schmiede, weg mit dir. Brot. Brot ist das ist der Nahrungshauptbestandteil der Zwerge. Komisch, dass wir das noch nie gesehen haben, hm? Vor allem Eier. Eier bekommen nur von Hühnern und so viele Hühner jagen wir nicht. Herr. Na gut. Da bitte noch eine Leiter hin. Das wird abgebaut, gut. Das heißt, das Ding hier könnten wir uns eigentlich... Oh, er meckert gleich, oder? Ja, weil hier keine Deckel drauf sind. Eiserne Falltür? Nein. Hölzerne Falltür. Ja. Ja. Fast kein Holz mehr. So. Zu viele Betten. Entferne Komfortbett. Entferne Komfortbett. Also nicht zu viele Betten, sondern einfach nur falsch positionierte Betten. Weil die brauchen halt links und rechts Platz und das geht da nicht. So, dazu. Leiter, Leiter, Leiter. Irgendwas wird gebrutzelt. Deckel drauf. So, Betten neu aufstellen. Bevor gleich wieder irgendjemand meckert, ich hab kein Bett zum Schlafen. Komfortbett da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir haben schon genug Betten. Okay. So, also Deckel drauf. Dann kann das hier eigentlich alles weg. Entferne hölzerne Falltür. Wir können das hier zu. Was machst du da? Wartest du auf den Wagen, der nicht kommt? Ja, dann löst den mal bitte. Ne, irgendwie will er gar nicht. Du, Zwerg. Ah, er hat doch gewartet. Komischer Kauz. Nee, nicht abbauen. So. Fahrstuhl. Der... Hier. So, Metallrad haben wir jetzt. Seile haben wir. Gold. Haben wir nicht mehr so viel in Rohformen. Und Einöl. Aufzug. Aufzug. Brauchen wir zwei Stück, mindestens. So. Oh, die werden instant gebaut, okay. Hier unmöglich Aufbau bauen, bla. Gut, das weg, das weg, das weg. Schmieden können auch. Nein, nicht graben. Schmieden können auch entfernt werden. So. Da, Schmiede. Wir brauchen echt mehr Slots hier unten. Bauen wir es mal ein bisschen anders auf als vorher. So, Bett. Hier. Das reicht erstmal, okay. So. Fahrstuhl nicht möglich wegen doofer Laterne. Und wer eine Fackel. Auf dieser Etage haben wir es echt nicht mit den Fackeln. Du gehörst auch nicht dahin, du gehörst dahin. So, jetzt aber. Fahrstuhl. Boom. Oh, ist ja groß. Okay. Ups. Tut mir leid, tut mir leid.
Leid, wollte ich nicht. So, dann machen wir hier gleich noch eine Fahrstuhletage, einfach nur um zu gucken, wie es funktioniert. Was machst du da auch? Genau, geh hoch und geh zur Seite. Setz das du. Er macht das jetzt nochmal, oder? Ich glaube, der geht jetzt wieder dahin, geht da hoch, geht dahin, klettert da runter, fällt runter. Warten wir mal ab. Oder machst du das? Ah, ne, du machst das. Brauchst schon mal eine Weile anzubringen, was ja auch Sinn macht. Aber doppelte Geschwindigkeit. Oh. Oh. Du. Oh. Okay. Ich hätte gedacht, wir brauchen erst einen Ausgang, aber es funktioniert ganz anders. Der geht einfach gerade nach unten bis zu dem Ding hier. Schon wieder ein Paket, ja. Klick. Holzzaun? Okay. Gucken wir mal, ob wir da jetzt runtergraben können dürfen, wie auch immer. Ob das jetzt runterrutscht? Ja, es rutscht einfach runter. Boah, ist das praktisch. Wir würden gerne ganz tief runter. Das da weg, das, alles weg. Wir können jederzeit wieder hochfahren. Oh, das Ding hätte er früher bauen sollen. Ah, das ist echt cool. Was ist, wenn jetzt jemand was bauen will auf der Etage? Der kann auch überall zwischendurch halten. Muss getestet werden. Okay, du setzt dann bitte eine Fackel dahin. Du setzt dann bitte eine Fackel dahin. Ob die jetzt einfach zwischendrin halten können. Ein Problem, das ich auch noch sehe, ist, dass immer nur ein Zwerg reinpasst. Dass, wenn das Ding wirklich häufig benutzt wird, müssen die alle warten. Und es geht mit Zwischenetagen. Okay. Das heißt, wir brauchen mehr Fahrstühle. Ein Fahrstuhl reicht nicht. Nicht für so viele Zwerge, die immer wieder runter und hoch wollen. Und der Fahrstuhl müsste eigentlich da oben hin. Oh, noch eine schöne Idee. Okay, Fahrstuhl? Nee. Entferne Fackel, entferne Fackel. Also Fahrstühle sind cool. Das haben sie richtig cool gemacht. Da kommt ein Fahrstuhl hin. Und das ist der Fahrstuhl, der nur für Joben ist. Wir brauchen jetzt eine Steinwand. Da. Die Steinwand geht dahin. Geht nicht. Mist. Wie macht er das jetzt? Mal gucken. Zwerg, geh weg da. Entferne Leiter, entferne Leiter, entferne Leiter. Entferne Leiter, entferne Leiter. So, wenn wir jetzt zwei Fahrstühle übereinander haben, was passiert dann? Können wir jetzt mit einem Fahrstuhl bis hier fahren und mit einem Fahrstuhl bis ganz oben? Also kann der obere Fahrstuhl auch bis ganz unten fahren, das ist die wichtigste Frage. Okay, wir haben einfach zwei von diesen komischen Dingern. Ich glaube, ich habe sie kaputt gemacht. Ne, der funktioniert schon mal oben, aber der da unten will nicht weg. Brutzel, brutzel. Na gut, bau das ab. So hat er einfach gar keinen Auftrag. Okay. Dann geht doch mal bitte hier hin und macht hier alles zu. Damit die Zwerge auch ein bisschen was zu tun haben. Und wir gucken können, wie es mit dem Fahrstuhlsystem im Ernstfall funktioniert. Dazu, dazu. Ja, da versuchen wir hier zu klettern. Das ist das große Problem. Wenn der Fahrstuhl nämlich nicht da ist, versuchen sie den Schacht hochzuklettern und werden dann in die Tiefe stürzen und einfach nur elendig sterben. Bin ich mir ziemlich sicher. Nee, nicht buddeln. Da zumachen, da zumachen. Ich sollte überall zumachen. Ihr müsst eigentlich alle was zu tun haben. Die steht einfach noch rum. Okay, welcher Fahrstuhl geht jetzt zu welchem Aufzug? Aha, okay, also der obere kann durch den anderen durchfahren.
Aber ich glaube, da ist irgendwas nicht ganz so, wie es sein soll. Weil die warten alle auf den Fahrstuhl, obwohl der Fahrstuhl eigentlich gerade gar nicht benutzt wird. Ja, da ist das Kletterproblem. Wenn der jetzt runterfallen sollte, fällt er sehr, sehr tief. Der da ist einfach an ihm vorbeigefahren, okay. Oh, es passen doch zwei Zwerge rein. Sehr gut. Die müssen sich nur irgendwie absprechen, sonst gibt es halt ein Problem. Aber was die hier alle machen, verstehe ich nicht. Uhrensymbol. F1. Die haben eventuell gar nichts zu tun. Fällen